meine Elektrokarre, meine neue Elektrokarre, vielleicht ja noch dieses Jahr. Oder am Sankt-Nimmerleins-Tag. Also zumindest haben sie mir versprochen, vor Weihnachten haben sie mir versprochen. Also nicht versprochen, aber sie haben es mir mal so zugesagt, dass es wahrscheinlich vor Weihnachten sein könnte. Also in der... Vielleicht hast du ja dann Glück und bekommst das Ding noch mit einer Schleife drumherum, weißt du, mit einer Weihnachtsschleife zum Auspacken. Weihnachten. Und dann dürfen sie aber auch gerne den Preis abmachen. Weihnachten 2021. Als Weihnachtsgeschenk. Als Weihnachtsgeschenk. Na, ich hoffe Weihnachten 2020. Nee, 2021. Bei mir im Auto, damit ihr Bescheid wisst, mit wem ich hier gerade so dumm rumquakel, ist der Josef. Und ihr habt es schon mitbekommen, der Josef ist auch elektrisch unterwegs. Wann haben wir deinen E.ON gekauft? Vor 2 Jahren. Das ist erst 2 Jahre her? Oh. Das ist nicht schon 3 Jahre her? Das kann auch 3 Jahre schon sein, ja. Weil in der Zeit war ich in Frankreich. Ja. Und der, das ist 3 Jahre her. Und der Josef ist Wohnungseigentümer, hat aber keine eigene Ladestation. So ist es. Genau. Wohnungseigentümer in einer Wohnungseigentümergemeinschaft mit 60 Parteien. Also er ist reich. Er ist Wohnungseigentümer. Er ist reich. Wie machst denn du das jetzt seit 2 Jahren ohne eigene Ladestation? Wobei man ja sagen muss, dass du ja wusstest, ne, dass du nicht zu Hause laden kannst. Das war ja von Anfang an klar, ne? Ich wusste das, dass ich nicht zu Hause laden kann und bin also tatsächlich auf öffentliche Ladestationen angewiesen. Mhm. Also klar gibt es dann mal Situationen, wo man irgendwie privat oder sowas dann laden kann, aber das ist ganz, ganz selten. Also ich bin auf öffentliche Ladestationen angewiesen. Und sagen wir mal so, es ist natürlich ein Abenteuer gewesen und auch so, aber diese ganze Diskussion, naja, dann kann ich nur noch 100 Kilometer fahren oder nur 200, also ich kann ja nur noch, also mein Reichweitenfenster, das reicht ja von, sagen wir mal, von 50 bis 80 Kilometer. Ich habe zwar 130 im Akku drin, aber ich kann es nicht immer voll machen, weil das ist ja gerade das, was ich, wenn ich unterwegs bin, dann kann ich meistens nur Schnellladesäulen anfahren. Wenn ich eine Schnellladesäule anfahre, dann kann ich nur bis 80% laden oder 75. So, jetzt Schnellladen, das ist genau, da kommen wir zu den Punkten, die ich erfahren habe. Also einmal ist es so, Schnellladen bedeutet nicht Schnellladen unbedingt. Also der ist zwar mit 40 kW angegeben, macht, wenn er ganz leer ist, an der Schnellladestation 45 kW, aber wenn der bei 40% ist, dann geht der schon runter auf 20 kW. Und wenn der bei 50% ist, dann geht er schon runter auf 15 kW. Das heißt also, im Prinzip muss ich das mit einbeziehen, dass ich, wenn das Akku zu 50% voll ist, dass ich nur mit 15 kW laden kann. Fährst du dann absichtlich ihn eher leer, damit du, wenn du dann laden kannst, schneller laden kannst? Oder wie hat sich das so jetzt in den letzten 2-3 Jahren bei dir so eingependelt? Also wie gehst du mit dieser Situation um, jetzt beim Schnellladen zu wissen, dass er ja nicht immer die volle Ladegeschwindigkeit bringt? Ich versuche im unteren Bereich zu bleiben, also das heißt unter 50%. Und nutze dann die Möglichkeiten, die ich auf der Strecke habe. Also ich plane das mit ein. Ich muss also meinen Tagesplan nach Lademöglichkeiten einplanen. Und das ist nicht schlimm. Also zum Beispiel fahre ich mit meinem Nachbarn fahre ich fast jeden Abend zum Schwimmen und direkt auf der Strecke zum Schwimmen ist eine Schnellladesäule.
Und das ist schon, das hat sich eigentlich schon eingebürgert, schon fast, dass wir, wenn wir vom Schwimmen zurückfahren, dass wir dann 5 Minuten dort stehen und laden. Und stört es den Nachbarn? Nee, gar nicht. Also wir quatschen dann immer. Wir haben dann immer irgendein Thema, das wir dann rauskramen, okay. Auch meistens über Elektromobilität oder solche Sachen. Und dann quatschen wir dann drüber. Wie viel Kilometer kannst du dann in den 5 Minuten oder in den 10 Minuten nachladen? Zwischen 20 und 30 Kilometer. Mhm. Aber das ist ungefähr das, was ich an Reserve schon brauche, falls ich mal nach Berlin reinfahren muss, weil ich ja öfter Termine in Berlin habe. Also wenn ich unterwegs bin und irgendeine Beratung oder eine Betreuung mache, dann muss ich nach Berlin reinfahren. Mhm. Dann sind das roundabout 40 Kilometer, muss ich einrechnen. Aber du, das müssen wir vielleicht noch dazu sagen, du wohnst... Oh, ein schöner Porsche. Oh ja, ein 928er mit H-Kennzeichen. 944, glaube ich. Dann ist es ein anderer, ja. Der 928er sah anders aus, ja. Ja, und hier was haben wir denn? Warte. Turbo steht nicht drauf. Ist ein 944er. Vielleicht ist dem der Sprit ausgegangen. Oder der hat den auf Elektro umgebaut und der Strom ist alle. Ja. Du, ich wollte auf Elektro umbauen, weil du das gerade sagst. Ich habe ja vor 30 Jahren hier in Berlin zu studieren angefangen und habe mich damals mit Wasserstoff beschäftigt. Und ich wollte damals schon vor 30 Jahren einen Porsche 911, weil ich ein Porsche 911 Fan war, einen Porsche 911 auf Elektro haben. Ja, wer nicht, ja, klar. Ist ja auch ein Traum von vielen. Ne? Ich wollte noch kurz sagen, dein Hauptwohnsitz ist in Berlin. Berlin-Zehlendorf. Also in Berlin, und du bist halt als Energieberater, als selbstständiger Energieberater halt ständig unterwegs. Bist du denn von deinen, du bist, dieses Laden für dich hat sich jetzt so ein bisschen in den Alltag eingeschliffen. Hat sich denn aus deiner Sicht in den letzten, sagen wir mal, 2 Jahren, da ist ja viel auch im Bereich Ladeinfrastruktur diskutiert worden und gemacht worden, hat sich denn aus deiner Sicht da irgendwas für dich zum Besseren gewendet? Also für mich auf jeden Fall, weil ich gerade auf der Strecke, ich habe ein kleines Häuschen in Doldenbrot, das ist hinter Königs Wusterhausen, und von Zehlendorf nach Königs Wusterhausen sind 4 Schnellladestationen aufgebaut worden, die so ein bisschen versteckt sind und auch nicht so frequentiert sind. Und da habe ich meistens die Möglichkeit, dann das aufzufüllen, was ich auf der Strecke verloren habe. Okay. Das ist das Entscheidende. Also wenn ich nach Hause komme, dass ich dann eben einen Akku habe, der nur 50% drin ist. Also wo ich dann 40 Kilometer auf jeden Fall fahren kann, ohne dass ich irgendwas habe, weil meistens ist es so, dass die gerade dann die Ladesäulen irgendwie besetzt, blockiert, kaputt. Also ich habe jetzt schon mehrere Ladesäulen angetroffen, die eigentlich für mich wichtig waren, die mittlerweile kaputt sind. Schnellladesäulen oder Normalladesäulen? Schnellladesäulen. Also da ist zum einen ist zu nennen Kaufland in Königs Wusterhausen, da ist irgendein Depp dran gefahren und die ist immer noch kaputt, und das ist für mich eigentlich die Schlüsselladesäule gewesen bis vor einem Jahr. Okay. Müssen wir mal unsere Kontakte spielen lassen, ja? Naja, jetzt nicht mehr. Also jetzt ist es nicht mehr so, weil ich habe in Tölter eine Schnellladestation, ich habe in Marlow eine Schnellladestation, ich habe in Schönefeld 2 Schnellladestationen, und die liegen alle auf dem Weg. Das heißt, wenn ich also dorthin fahre, dann kann ich eine von den Ladesäulen anfahren, je nachdem, wie viel Restladekapazität ich noch habe. Was hast du denn jetzt für... Also kannst du sagen, wie viel Kilometer du im Monat fährst und was du so für Kosten ungefähr hast? Weil das ist ja immer so eine Diskussion, ja, das
gerade für die, die nicht zu Hause laden können, ist das Laden im öffentlichen Bereich ja sehr teuer. Kannst du über den Daumen peilen? Also ich kann das schon über den Daumen peilen. Also ich bin jetzt im Monat, also ich habe jetzt jährlich ungefähr 10.000 Kilometer gefahren. Mhm. Das heißt, es sind ungefähr 800 Kilometer pro Monat. Ich wüsste jetzt nicht, also ich meine, das ist jetzt eine Sondersituation. Das kann man vielleicht nicht verallgemeinern, aber ich habe vielleicht für 10 Euro oder sowas geladen in den letzten 5 Monaten. Pro Monat oder insgesamt? Nee, insgesamt. Insgesamt? Insgesamt, weil ja. Du dann doch die eine oder andere kostenlose Ladestation mitnehmen kannst? Weil ich die eine oder andere kostenlose Ladestation mitnehmen kann. Ja, okay, gut. Ich finde das ja gut. Also ich meine, wir freuen uns ja über so eine Angebote. Das ist ja überhaupt keine Frage. Und da muss man natürlich in so eine Kalkulation so ein bisschen mit einbeziehen, wobei wir ja alle wissen, wer weiß, wie lange das noch so ja, eben. So weitergeht. Wie? Das ist auch nicht unbedingt förderlich, weil das merkt man gerade, wenn man dann irgendwo zu Kaufland fährt. Mhm. Also es gibt es bei Lidl auch. Also wir können eine von den beiden vielleicht nennen, weil kein Problem. Nein, die haben gute Arbeit geleistet, finde ich. Auf jeden Fall, ja. Also ohne die Ladestationen von Kaufland und Lidl, da hätte ich meinen schon längst abgestellt. Also das ist ja diese Thematik Laden beim Einkaufen. Ja. Ne? Also die Standorte, die sie haben, zu nutzen, dass man dort laden kann. Das Thema haben wir ja auch schon öfters besprochen. Ja. Wir haben es vorhin gesagt, du hast einen gebrauchten Peugeot oder Citroën C0 oder Peugeot Ion? Was war das? Nee, ein C0. C0? Also die einen von den alten Drillingen. Wie viel hat der jetzt runter, so über den Daumen? 60.000. Okay, das heißt, du hast den damals mit 65.000, 45.000. Ja. Was sagst du zu dem Auto? Das ist ja nun eigentlich schon aus heutiger Sicht total veraltet. Meint man zumindest. Was denkst du darüber? Nein, für mich ist er nicht veraltet, weil er für mich absolut alltagstauglich ist. Er ist zuverlässig, er ist, du kannst dich auf die Kilometer Angaben, die Restkilometerangaben, die Restreichweite, die du noch hast, kannst dich ziemlich gut verlassen. Er hat mich noch nie im Stich gelassen, jetzt dahingehend, dass er irgendwo stehen geblieben ist. Ja, klar, ich bin schon mal in der Situation gewesen, wo ich null Restreichweite hatte. Dann konnte ich aber noch 1-2 Kilometer fahren, dann kam also die Schnecke bzw. die Schildkröte und dann kannst du auch noch mal 2-3 Kilometer fahren. Also ich hatte gerade letzte Woche so eine Situation, da hatte ich auch meinen Nachbarn mit dabei und ich hab ihm gesagt, komm, ich zeig dir jetzt mal die schöne Ladesäule in Schönefeld. Da gibt es eine schöne Wasserstoffbasis bzw. von McPhy. Ist das die am Flughafen? Am Flughafen, ja. Am neuen Flughafen, bei einer Total-Tankstelle. Am neuen Möchtegern-Flughafen. Zwei Wochen noch, dann soll er eröffnen. Ja, gut, okay. Und was ist passiert? Naja, ich bin dort angekommen mit einer Restreichweite von 3 Kilometern. Also ich hätte natürlich... Das ist super. Ja, pass auf, jetzt bin ich dort angekommen und dann stand da out of order. Ja. So, jetzt bist du in Schönefeld und dann ist dieses Ding out of order. Darf ich mal kurz fragen, hattest du mal vorher in irgendeine App geguckt? Ja. Und da stand sie als verfügbar? Sie als grün. Yes. Stand sie als grün. Also da ist sie verfügbar gewesen. Okay. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt haben wir ein Problem. Also die nächste Ladestation. Ich guck mal, ein Audi, Entschuldigung, dass ich unterbreche, mit E-Kennzeichen. Ja, Hybrid. 250 PS. Geil. 250 PS Diesel. Mit 10 kW Elektromotor an Bord. Ja genau, damit du aus der Garageneinfahrt rausfahren kannst. Leise. Ich habe dich unterbrochen. Die war kaputt. Was habt ihr gemacht? Ja, die war kaputt. Ja, dann bleibt dir ja noch
Also entweder du musst dann zurückfahren, in Schönefeld gibt es noch eine, die ist aber schon 5 Kilometer oder sowas weg. Gut, das hätte ich dann, das wäre die zweite Wahl gewesen. Ist das die Telekom, die du mir gezeigt hast? An der Kirche? Ja, Telekom an der Kirche, ja. Kann man gleich beten, ob sie kommt oder ob sie geht oder ob sie nicht geht. Ja, na, du, die ist lange Zeit, die hat lange Zeit überhaupt nicht funktioniert, weil sie keine Karten angenommen hat. Und dann, ja, habe ich angerufen, okay, gut, dann haben sie es irgendwie abgedatet oder irgendwie, irgendwie sowas. Also jedenfalls funktioniert die jetzt auch. Und die zweite Überlegung war, zu IKEA nach Waltersdorf zu fahren. So, jetzt ist es aber so gewesen, dass ich jedes Mal, wenn ich da bei IKEA war, die Ladesäule irgendwie zugebunden, die war also nicht in Betrieb. Mhm. Super. So, jetzt hab ich mir gedacht, naja gut, okay, ja, wenn du jetzt dahin fährst und die Ladesäule ist nicht in Betrieb, dann hast du ein echtes Problem. Weil in der Umgebung dann gibt es fast keine Ladesäulen. Das ist aussichtslos. Also zumindest Ladesäulen, die mir weiterhelfen. Also ja klar, ich meine, ich kann hier mit 2 kW oder mit 3 kW kann ich dann schon laden, aber dann brauche ich eine Stunde, bis ich mal eine Kilowattstunde drin habe. Nee, Quatsch. 20 Minuten, aber es bringt dir ja nicht viel. Minuten, ja. 3 Kilowattstunden. Vielleicht können wir das mal kurz sagen. 3 Kilowattstunden bei einer Ladeleistung, 3 Kilowattstunden, also eine Stunde laden, 3 Kilowattstunden. Wie weit kämst du damit? Einzuschätzen? 25 Kilometer. Okay, also es hätte dich zumindest nach Hause gebracht. Nein, auch nein, nicht. Nach Hause nicht. Also dafür war ich schon zu weit weg. Ach so, hätte okay. Das hätte mich zum Zielort gebracht. Okay. Ja, aber eine Stunde. Stunde. Hätte ich eine Stunde laden müssen. Oder ich hätte es so gemacht, dass ich dann 10 Minuten oder eine Viertelstunde zwischenlade. Dann kann ich also 5 oder 6 Kilometer laden. Und dann erreiche ich wieder die nächste mögliche Schnellladestation in Wildau oder in Königs Wusterhausen. Königs Wusterhausen kann ich nicht anfahren, ist kaputt. Also kann ich nur noch Total oder Hemm, da gibt es eine Hemm-Tankstelle, die ich auch die Hemm-Tankstelle anfahren. So, und wenn da irgendein Problem ist, dann ist aber wirklich Essig. Das heißt, wenn du einen Wunsch frei hättest für eine App oder für an die Betreiber oder wie auch immer, was würdest du dir dann wünschen? Was wäre das? Also ich höre jetzt einen Wunsch aus deinen Worten heraus, was du dir ganz dringend wünschst bezüglich der Ladeinfrastruktur. Naja, also momentan gibt es Bereiche, wo die Ladeinfrastruktur so miserabel ist, dass man im Umkreis von, weiß ich nicht, 5 Kilometern oder sowas, fast gar keine Schnellladesäule findet. Also auf der einen Seite mehr Ladestationen, aber ich habe ein bisschen rausgehört, du wünschst dir eigentlich auch mehr Zuverlässigkeit. Ne? Ja, und vor allem, dass die Anzeigen in den Apps zuverlässig funktionieren. Absolut. Also ob es eine Ladesäule jetzt online ist oder offline. Ich meine, dass vielleicht vor Ort dann der Stecker kaputt ist, was die Ladestation nicht prüfen kann. Das mag ja immer noch passieren. Aber dass sie sozusagen ein technisches, grundsätzliches Okay gibt und dass man das dann auch zuverlässig in der App nachlesen kann. Ich habe das jetzt so rausgehört, dass es bei dir eben nicht so der Fall war. Ne? Ja, das ist genauso. Also ein bisschen Zuverlässigkeit würde einem weiterhelfen. Also wenn ich gesehen hätte, dass in Schönefeld die Ladesäule außer Betrieb ist, dann hätte ich sie nicht angefahren und dann hätte ich 5 Kilometer vorher in Schönefeld oder ich wäre über Marlow gefahren, dann hätte ich in Marlow irgendwie laden können. Das wäre auch drin gewesen. Und dann hätte ich es eben ganz stressfrei anders planen können. Und so bin ich tatsächlich ordentlich in die Bredouille gekommen. Weil sowohl das Zurückfahren als auch das Weiterfahren schon im kritischen Bereich war. Jetzt war ja von Anfang an klar, öffentliches Laden musst du erstmal machen. Geht auch irgendwie, aber so richtig Spaß macht es noch nicht. Und dann haben wir ja damals, oder du hast ja dann damals einen Antrag gestellt, als dieses Projekt BeImmobil noch verfügbar war. Übrigens, die Webseite gibt es nicht mehr. Das Projekt ist komplett beendet. Wann hast du denn dann deine Laternenladestation
quasi beantragt. Das ist das, wenn ich das pauschal jetzt sagen kann, vor 2 Jahren. Genau. Also nicht ganz, aber im November vor 2 Jahren habe ich die beantragt. Also wir haben jetzt Mitte September 2020, knappe... Also es sind 22 Monate. Genau, so. Also fast 2 Jahre, kann man schon so sagen. Was ist dann passiert? Dann ist erstmal fast gar nichts passiert. Also ich habe dann ein bisschen gewartet und kam also keine Rückmeldung. Es kam dann nochmal eine Aufforderung, dass ich nachweisen sollte, dass ich hier in Berlin eben auch gewerblich tätig bin. War das eine Voraussetzung, dass du gewerblich tätig bist? Oder? Nein. Okay. Nein, nicht unbedingt. Also mein Auto ist in Westdeutschland angemeldet und deswegen. Ach so, deswegen. Okay. Deswegen, weil ich habe ja die Unterlagen von meinem Auto dorthin geschickt und ich habe ja den Zins Zero. Und der ist in Westdeutschland angemeldet, weil damals die Kapazitäten in Berlin einfach erschöpft waren von der Anmeldung her. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann melde ich den dort an, weil dann kann ich das relativ kurzfristig auch machen. Okay, also nur noch mal vielleicht zur Erläuterung. Du hast dein Auto in deinem, sag ich mal, Heimatlandkreis in einem großen südlichen Bundesland, dessen Namen wir hier nicht nennen wollen, aber das auch mit Nein, Spaß beiseite. Du hast dein Heimat quasi in Bayern. Ja. Hast dein Auto auch dort in angemeldet. Südpreußen halt. Ja, super. Hast dein Auto auch da angemeldet, was ja okay ist. Und dann wollten die im Prinzip einfach nur wissen, dass das Auto auch wirklich hier bewegt wird. Genau. Und eben nicht da. Genau. Gut, okay. Also, hast du gemacht. Und ja. Dann sind sie gekommen und haben die Station angeschraubt, oder wie? Ja, du, die haben die sogar angeschraubt, ohne dass ich davon wusste. Ja, so ja, ist es. So. Ich bin auf einmal, bin ich dann abends gekommen und dann, ich habe schon gedacht, was ist denn jetzt passiert? Da ist irgendwie kein Licht da an der Laterne und so. Da passiert wahrscheinlich irgendwas. Ja, und 2 Tage später, plopp, war da diese Kasten an der Laterne dran. Also das ist schon richtig Zauberei gewesen. Hast du eigentlich, das wollte ich dich immer mal fragen, explizit in dem Antrag schreiben müssen, dass du eine Laternenladestation haben möchtest? Also eine quasi Wallbox, die an einer öffentlichen Laterne dran ist? Oder hast du oder gab es auch die Auswahlmöglichkeit einer quasi Ladestation? Nein. Haben die das entschieden? Das war eindeutig darauf abgeschnitten, dass es eine Laternenladesäule wird. Okay. Heißt also auch mit begrenzter Ladeleistung, was wird die mal können? 3,5 kW steht drauf. Also 16 Ampere einphasig, okay. Wie viele Monate hat das jetzt gedauert, bis die jetzt da angeschraubt wurde? Naja, knappe 2 Jahre. Ja, 21 Monate. Der letzte Monat ist jetzt verstrichen, die Ladesäule hängt, es ist dunkel in der Straße und es passiert nichts. Wie oft hast du nachgefragt? Ich habe am Anfang nicht so viel nachgefragt und wir hatten einmal, ich bin einmal angesprochen worden vom Autopapst, beziehungsweise über den Autopapst. Ja. Und der hat mich dann auch besucht, auch mit einer Dokumentation. Und die haben auch so einen kleinen im Rahmen von Morgenmagazin oder irgendeinem Magazin, haben die dann so ein kleines Filmchen über Elektromobilität gebracht. Und RBB war das, ne? Ich glaube ja. Ja. Und da haben die mich besucht und dann haben sie eben auch mal dieses Problem, diese Problematik von der Laternenladesäule oder von der Ladeinfrastruktur insgesamt, von der schlechten Infrastruktur beleuchtet und eben auch die Problematik bzw. die Möglichkeit, dass man eben an jeder Laterne dann so ein Ding dran schrauben könnte und das ja eigentlich überhaupt kein Problem wäre. Und ja. Also fassen wir mal zusammen. Wir wollen jetzt ja niemanden wäschen. Wir wissen inzwischen, da sind so viele verschiedene Bezirks- und Senatsabteilungen mit dran beteiligt. Ja. Vom Straßenbau, Tiefbau, Hochbau,
Leitung, Berlin, Licht, alles, was man sich vorstellen kann. Es gibt wahrscheinlich keine Bezirks-Senatsverwaltung, die an einer Laternenladestation nicht beteiligt ist. Ich sage das hier nicht ohne eine gewisse Ironie. Um diese Laternenladestation ranzuschrauben, wahrscheinlich dauert das Ranschrauben gefühlt eine halbe Stunde. Wahrscheinlich, ja. Also hat es 21 Monate gedauert. Ich meine, dass die Voraussetzung ist, dass es zwei Klappen gibt. Mhm. An meiner ist es eigentlich nur eine Klappe, aber es ist eine relativ moderne Leuchte, weil die vor, ich weiß es nicht, 5 Jahren oder sowas dann ausgetauscht wurde. Das heißt, bei dir fehlt jetzt noch Beschilderung, Straßenmarkierung und Strom sozusagen. Ja. Mann, da gehört echt was zu. Also ich muss sagen, ich habe da echt Respekt. Ich habe ja immer in der Situation sein dürfen, bei mir zu Hause laden zu können am Parkplatz. Und ich muss sagen, Josef, all die Zeit, ich habe wirklich echt Respekt, dass du das trotz aller Widrigkeiten so durchgezogen hast. Jetzt sind wir hier gerade. Und es nicht aufgegeben hast. Ich weiß, dass du zwischendurch auch mal sehr wütend warst. Oh ja, es gibt, also ich bin immer noch teilweise wütend, wenn ich dann merke, wie diese Ladegeschichte, auch dieses kostenlose Laden dann auch genutzt oder ausgenutzt wird. Das finde ich ein bisschen unangemessen. Also klar, ich bin da auch manchmal dran. Ja, ich bin auch manchmal in der Not. Also, ja, aber entschuldige bitte, aber dran sein, wenn man dann dort auch was einkauft oder zumindest nicht über Gebühr da sein Auto vielleicht auch stehen lässt und nach Hause geht in der Zeit. Ja? Ich meine, du hast mir wirklich oft genug erzählt, dass du bei dem Schnelllader im Kaufland dann auch dort deinen Wocheneinkauf gemacht hast. Ja, dafür ist es ja da. Das ist doch total in Ordnung. Ja, natürlich. Das ist doch super. Ordnung. Aber ich muss auch gestehen, ich bin tatsächlich auch mal ein oder zweimal in der Situation gewesen, wo ich eben nicht einkaufen wollte oder musste und auf dem Nachhauseweg war oder noch etwas erledigen musste oder wollte und dann eben mir gesagt habe, okay, ich fahre jetzt tatsächlich dahin, um jetzt nochmal 5 Minuten zu laden zu können. Also es sind nur 5 Minuten. Ja, wir reden ja bei den, sagen wir mal, Stromschnorrern über Leute, die da jeden zweiten Tag hinfahren und da ihren, keine Ahnung, 60 Kilowattstunden. Es geht nicht um die 60, ja, okay, gut. Das ja, also diese Problematik gibt es auch. Und da habe ich auch ein schönes Beispiel. Und wo ich eben genau in so einer Situation war und dann war der sogar im Auto drin gesessen und hat geschnarcht. Also ich meine, der hat hier sein Nickerchen gemacht. Ja, und dann habe ich ihn gebeten, sag mal, kannst du nicht, ich bräuchte 5 Minuten Chademo Ladezeit. Und der hätte die Möglichkeit gehabt, hier an Typ 2 eben mit, weiß ich nicht, 10 kW zu laden oder 7 kW zu laden. Und dann hat er gesagt, nö, ich muss noch 20 Minuten dranhängen und hat die Augen wieder zugemacht. Und dann habe ich mir gedacht, was machst du in der Situation? Okay, das Einzige, was du machen kannst, ist den Leuten von Kaufland klar machen, dass das nicht das ist, was Kaufland möchte. Ich glaube, das ist, glaube ich, der Knackpunkt, dass sie verstehen müssen. Ich glaube, dass sie, oder ich kann mir gut vorstellen, dass sie vielleicht auch inzwischen das auch verstanden haben. Ich meine, es kostet die ja Geld. Strom. Kostet die ja Geld, dort jemanden laden zu lassen für lau und der Kunde dann nicht mal dort einkaufen geht. Und ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Unternehmen wie Lidl oder Kaufland oder wer auch immer, Aldi, wie die alle heißen, dann nicht irgendwann mal hingehen und sagen, naja, also... Für mich ist das eine ganz klare Sache. Also das muss einfach damit verbunden werden mit dem Einkauf. Also es muss ein Anreiz sein. Also perspektivisch. Ich meine, jetzt bin ich auch froh, dass ich mal vielleicht eine Kilowattstunde mehr bekomme, als ich vielleicht einkaufe. Aber... bei mir ist es immer so, dass ich das bei mir ist quasi ausgeglichen. Also
ich fahre halt dann nicht zu Edeka oder zu Rewe oder zu sonst irgendwo hin, sondern ich fahre halt dann, wenn ich dann auf der Strecke bin, bei Kaufland vorbei. Würdest du? Und ich bin tatsächlich auch Kauflandkundige geworden. Das wollte ich dich nämlich jetzt gerade. Das ist eindeutig. Also ich bin absolut Kauflandkunde geworden, weil nämlich ich diese Verbindungsmöglichkeit sehe und ich kann die auch gut nutzen. Und ich bin jetzt nicht derjenige, der für 1 Euro einkauft und für 10 Euro Dings nennt. Also die berühmte Red Bull-Dose kaufen für 39 Cent, aber für 20 Euro Strom holen. Genau, also das mache ich nicht. Das kann ich auch nicht. Also mein Auto gibt das gar nicht her. Du musst dir überlegen, wenn ich da stehe und vielleicht noch irgendwie 20% oder 30% Restreichweite habe, dann habe ich ein Fenster von 6, 7 Kilowattstunden. Das heißt, das sind 6 oder 7 Kilowattstunden. Und die 6 oder 7 Kilowattstunden, das macht 1,50 Euro oder sollen es 2 Euro sein. Ja, also aber dafür wirst du dann vielleicht beim nächsten Mal eben deutlich mehr einkaufen, dann gleicht sich das wieder aus. Aber ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt und dann kommen wir auch langsam zum Schluss. Du siehst es schon als Instrument der Kundenbindung. Ladestation oder ja. Also momentan auf jeden Fall schon. Und ich denke, dass das in Zukunft auch dann Kundenbindung sein wird, wenn diese Ladestationen mit dem Einkauf irgendwie verknüpft werden. Also dahingehend, dass man sagt, okay, wenn ich für 10 Euro einkaufe, dann kriege ich eine Kilowattstunde oder und sowas ähnliches. Ne? Und also, würdest du dort auch hingehen und laden, wenn es dort, das wäre jetzt meine Abschlussfrage, ganz normal, wenn du dort was bezahlen müsstest? Grundsätzlich? Würde ich wahrscheinlich auch, weil diese Kombination von einkaufen gehen und sein Auto laden können, das gibt's nicht so häufig. Also klar, wenn ich jetzt meine Ladestation vor der Tür habe und dann über Nacht laden kann und dann sagen kann, okay, ich habe mindestens 50% Akkukapazität, das sind dann bei dem neuen sind es dann ungefähr 100 Kilometer. Mit 100 Kilometer kann ich einen Tag überbrücken. Das heißt, ich bin nicht unbedingt darauf angewiesen. Aber ich kann trotzdem die Zeit nutzen, weil ich finde, wenn man da steht und die Möglichkeit hat zu laden, dann kann man das auch ruhig nutzen, weil das ist ja genau der Punkt. Das ist ja genau der Punkt, dass man eben die Ladesäulen auch wieder freigibt, dass man sagt, okay, jeder soll die Möglichkeit haben zu laden und nicht irgendwie, ich stelle mich da jetzt eine Stunde hin oder den ganzen Nachmittag hin. Und das ist doch der eigentliche Wunschgedanke, dass man sagt, man will vielleicht ein flexibles Ladesystem haben. Eins, das weit verbreitet ist. Eins, das ich muss nicht unbedingt hier auf Teufel komm raus Kilowattstunden irgendwie einsaugen oder sowas. Also ich meine, das habe ich auch schon gehabt, ja. Dass man dann irgendwie okay, bei 98% hier, 98%. Das darf nicht mehr laufen, das ist Quatsch. Ja, 98% sind 98%. Und warum soll ein anderer Kunde auch nicht in den Genuss kommen, da mal 2 oder 3 oder 10 Kilowattstunden zu laden? Also dann sage ich mir, okay, gut, das muss irgendwie ein bisschen ausgeglichen sein, das kann man nicht. Also ich meine, ja, diese man kann nicht immer sagen, okay, was mache ich da jetzt, wenn da jetzt irgendwo ein Stecker drin steckt oder sowas? Darf ich den jetzt ausschalten? Ist es moralisch irgendwie vertretbar, dass ich den jetzt irgendwie vom Netz nehme, beziehungsweise dass ich umschalte? Es geht ja nicht in erster Linie erstmal nicht darum, dass ich den Stecker klaue, sondern wenn zwei Möglichkeiten da sind, also zum Beispiel Shadim und CCS, dass wenn einer am CCS dranhängt und 95% im Akku drin hat, dass ich dann tatsächlich auch guten Gewissens sagen kann, also gut, du hast jetzt 95%,
und du hast genug geladen und ich bin jetzt auch da, ich möchte laden. Ich, bei mir ist es im, sagen wir mal, in der, im Ablauf drin, im Tagesablauf mit drin. Ich bin zwar jetzt nicht hundertprozentig darauf angewiesen, aber ich habe einen deutlichen Vorteil, wenn ich jetzt hier auch mal zwei Kilowattstunden mitnehmen kann. Ich gehe einkaufen, nehme meine 2 Kilowattstunden mit und dann ist der Tag auch gelaufen. Also wenn das so ist. Doch super. Ja. Josef, ich biete dir jetzt mal was an und du musst mal sagen, wofür du dich entscheiden würdest. Oh, okay. Du kannst 100 Kilometer mit einem Elektroauto fahren und du hast 2 Autos zur Auswahl. Und zwar das eine Auto wäre ein BMW Mini, geladen mit 100% Ökostrom und 100 Kilometer, beziehungsweise oder 100 Kilometer in einem Porsche Taycan, aber geladen mit 100% Kohlestrom. Welches Auto nimmst du, um 100 Kilometer zu fahren? Das ist eine sehr, sehr schwere. Ich weiß, da habe ich die ganze Nacht drüber nachgedacht, was ich dich heute frage. Das ist eine sehr, sehr schwere Frage. Also du musst das bedenken, jetzt, das ja, gucken nein, sich auf. Bestimmt viele hundert Leute an. Ja, also für mich ist es eine Relativgeschichte. Also in dem Fall würde ich mich für den Porsche Taycan entscheiden, ja. trotz Kohlestrom, weil nämlich ich denke, dass man wirklich penetrant darauf pocht, immer nur 100% ökologisch und. Das wird nie funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Deswegen würde ich in dem Fall in Anführungsstrichen die dreckige Option nehmen, weil so eine Chance hast du nie wieder. Also ein Mini, ja. Und wenn ich mir überlege, wenn ich meine alte Moto Guzzi raushole und mit der mal durch die Gegend fahre, dann habe ich vielleicht mehr Mist rausgeblasen als mit dem Porsche Taycan mit Kohlestrom. Deswegen ist es für mich immer eine relative Geschichte. Also absolut. Also klar, wenn ich jetzt sagen würde, pass auf, du hast jetzt den Porsche Taycan und du darfst nur Kohlestrom tanken, dann würde ich ihn nicht nehmen. Nein, das habe ich dir ja nicht. Das habe ich dir ja nicht zur Wahl gestellt. Du hast 100 Kilometer. Ja, 100 genau, Kilometer. Das waren eben diese 100 Kilometer, wo ich gesagt habe, okay, für 100 Kilometer kann man so einen Mist mal machen. Ja, natürlich, das würde ich auch machen. Das ist genehmigt. Also ja, ich würde okay. mir das genehmigen. Ja. Guck mal, guck, dreh dich um, was hinter uns fährt. Was fährt hinter uns? Tesla-Taxi. Tesla-Taxi. So, jetzt hast du dich für den Porsche Taycan entschieden. Ja. Und jetzt hast du noch eine dritte Wahl. Nämlich, du kannst jetzt wählen, ein Wochenende mit dem Porsche Taycan. Oder ein Wochenende mit einem Wasserstofffahrzeug. Sagen wir mal einem Hyundai Nexo. Also da würde ich auf jeden Fall den Porsche treffen. Du bleibst beim Porsche. Ich bleib beim Porsche. Ich bin zwar Wasserstofffan, aber sagen wir mal, es geht ja nur darum, den Wasserstoff elektrisch on board zu erzeugen. Ja, genau. Nee. Nein, umgekehrt. Nein. Also den Wasserstoff zu nutzen, um Elektrizität zu erzeugen. So rum ist es. Und das ist kein Hexenwerk. Und ich meine, ich fahre elektrisch durch die Gegend. Also von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass es da irgendeinen Unterschied gibt, ob der Strom und die Elektronen jetzt aus der Batterie kommen oder aus einer Brennstoffzelle. Also ich sehe jetzt schon die Kommentare unter diesem Video. Ja, aber der Wasserstoff, der wird doch so der ineffizient erzeugt und das ist doch ganz großer Käse. Nein, der Wasserstoff hat einen entscheidenden Vorteil, der hat einfach eine hohe Energiedichte und du kannst größere Mengen speichern. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass zum Beispiel diese kleineren Nahverkehrszüge, die LKWs,
die Busse, also hier Busse, BVG. Also du sprichst jetzt, alles, was ein bisschen größer und ein bisschen schwerer ist. Alles, was ein bisschen größer und schwerer ist, das ist, die sind alle wasserstofftauglich. Ja, also für meine Begriffe, ja. Ich glaube, dass die Wasserstofftechnologie im Pkw-Bereich nicht so günstig werden kann, weil es einfach vom Aufwand her größer ist, dass die nicht so günstig sein kann, dass sie konkurrenzfähig wird. Das glaube ich nicht. Also ich würde es mir wünschen, ich bin ein absoluter Wasserstofffan. Ich würde es mir wünschen, aber ich glaube es nicht, weil ich glaube, dass die Batterietechnik noch ein bisschen besser wird und ein bisschen günstiger wird und damit eben auch, ich meine, wir sprechen in 5 Jahren sprechen wir nicht mehr über Reichweiten. Tun wir doch eigentlich, ja, also ich kann, fast heute eigentlich auch schon nicht mehr. Ich meine, ich spreche jetzt über Reichweiten, weil ich eine Range von 50 Kilometer habe. Ja, das ist klar. Und diese Range von 50 Kilometer ist einfach zu wenig für mich. Und wobei sich das ja bei dir dann ändern wird, wenn die dann endlich diese Laternenladestation angeschaltet haben. Erstens dann, aber dann habe ich immer noch das Problem, dass ich ein Reichweitenproblem, ja, wenn ich das irgendwo unterwegs bin oder sowas. Also längere Strecken kann ich sowieso nicht überwinden. Das ist, das kann man mal machen. Also wir sind mal an die Ostsee gefahren. Das sind 400 Kilometer, 11 Stunden. Wenn du dann 11 Stunden unterwegs bist. Also. Aber das ist halt eine Frage des Autos, ne? Also wir sind, ja, das glaube ich. Und ich meine, gemacht, wir sind auch mit so einem Model S hier, was da jetzt gerade hinter uns als Taxi fährt, nach Österreich gefahren, als wenn es ein Verbrenner wäre. Es war kein Unterschied festzustellen. Im Gegenteil, es waren alle hellauf begeistert, aber ich würde das mit einer Zoe nicht machen, sage ich ganz ehrlich. Jetzt hat er uns überholt, der hat es eilig. Ich würde das mit einer Zoe nicht machen, weil, ich sage das auch ganz ehrlich, mit der Zoe hier, Autobahnreichweite 250 Kilometer und dann müsste ich 2 Stunden vollladen mit der alten Zoe hier ohne CCS, würde ich nicht machen. Ja. Naja, klar. Mit einem schnellladefähigen Auto. Du kriegst ja auch diesen Seat. Mit CCS ist es schon wieder ein bisschen was anderes. Du musst dir überlegen, der lädt mit 30 kW. Ja, das heißt also 30 Kilowattstunden habe ich Akku. Ich habe 30 kW Ladeleistung, aber glaube nicht, dass du den in einer Stunde voll. Nein, das glaube ich auch nicht. Ich sage aber, dann kannst du vielleicht deine Reichweite ausfahren und dann machst du eine Pause. Genau. Und kannst dann nochmal, die muss ja nicht eine Stunde dauern, dann nochmal 100 oder 150 Kilometer oben drauf legen. That's it. Ansonsten brauchst du einfach Fahrzeuge, die schneller laden, größeren Akku haben. Ja, vor allen Dingen, aber das ist genau wieder das gleiche Problem. Guck mal, ich habe jetzt eine Entfernung von 430 Kilometer in meine Heimat zurückzulegen. 430 Kilometer. Und die erste Hürde war schon, von Zehlendorf zur ersten Schnellladestation an der Autobahn zu kommen. Keine Chance. Du hast keine Chance. Die erste Schnellladestation, okay, jetzt gibt es, glaube ich, irgendwo zwischendurch noch eine. Die erste Schnellladestation, die war ist mindestens 100 Kilometer weg gewesen. Und diese 100 Kilometer kannst du schon überbrücken mit einem vollen Akku. Wenn das Wetter einigermaßen ist, aber nicht wenn es regnet, nicht wenn es Nacht ist und nicht wenn es Winter ist. Mit dem C0. So, jetzt pass auf, jetzt kriege ich den neuen. Das ist ja ein Seat Mi. Der hat eine Reichweite von angegeben 230, glaube ich. 250, ja. 250, 230. Wenn du ihn fährst, 180, wenn ich ihn fahre, 500. Das ist doch gar nicht wahr. Wenn ich ihn fahre, 300. Ich bin bei dir schon mitgefahren. Ja, und? Ich bin jetzt noch ein Schleudertraum. Ach ja, das war mit Mercedes. Ach stimmt, richtig, das war mit dem Mercedes. Da war so ein Kreisverkehr irgendwo. War das überhaupt ein Kreisverkehr? Ja, weiß ich nicht, ja. Ja, ich glaube, es war eine. Okay. Ich kann auch sparsam fahren. Also ich bin mit dem Mercedes auch schon mit 5,5 Litern gefahren. Also das macht auch keiner. Das macht kein Mensch. Ja, siehst du. Das macht niemand, der nicht so bekloppt im Kopf ist wie wir.
Ja gut, aber das sind einfach so Sachen, die muss man einfach mal machen. Ja, ich verstehe das absolut, das ist sogar keine Frage. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich eigentlich lang muss. Gute Frage, nächste Frage. Jüterbog zur 2, wir müssen zur 2. Josef, danke, hat Spaß gemacht. Ja. Ich glaube, wir könnten noch lange weiter quatschen, das machen wir auch noch. Wir sind nämlich jetzt eigentlich unterwegs Richtung Veltheim. Genau, energieautarkes Dorf in Brandenburg. Mhm. Und da findet heute die Preisverleihung statt vom Landkreis Potsdam-Mittelmark, Agenda-Preisverleihung. Also Agenda, das sind diese Umweltgruppen. Und wir hatten ja 2019 den Tag der Elektromobilität in Kleinmachnow, da haben wir das eingereicht und irgendeinen Preis soll es geben. Wir lassen uns mal überraschen. Josef, dir weiterhin viel Spaß. Vielleicht sprechen wir uns nachher noch mal kurz und gehen vielleicht auf der Rückfahrt noch mal so die... Oh shit, Honda E! Da fällt man nachher mal an. Über die verschiedenen Projekte, die da vorgestellt wurden oder auch nicht, gucken wir mal. Danke dir erstmal, bis dahin. Ja, gerne.